180 Grad-Wende in Thüringen. Die sagen die ganze Zeit, die Altparteien, wenn die AfD an die Macht kommt, war es das mit Thüringen. Alles würde zerstört werden. Die Wirtschaft wäre am Boden. Ja, das ist in Wirklichkeit nicht so. Denn jetzt haben in einer neuen IHK-Umfrage 60% der Unternehmer gesagt, sie wollen die AfD in der Regierung haben. Und was sogar noch krasser ist, nur 23% für CDU, BSW und SPD. Noch klarer kann es eigentlich nicht werden. Auch 48% der befragten Südthüringer befürworten vor allem eine Koalition aus AfD und CDU, also dieses Mitte-Rechts-Bündnis, ja. Und das ist ganz klar gewünscht. Die Frage ist einfach, wann bricht die Brandmauer endlich ein und wann richtet sich die CDU endlich mal wieder nach dem Wählerwillen? Das ist auf jeden Fall eine Wende um 180 Grad in Thüringen.